Genau, ich erzähle ein bisschen was über Verified Boot. Ich sage nicht Secure Boot, weil Secure ist das System dadurch nicht. Also wir sichern halt damit ab, dass die Software läuft, die wir haben wollen. Ob die jetzt noch Sicherheitslücken hat oder nicht, das ist eine andere Frage. Ja, kurz zu mir. Ich mache schon eine ganze Weile Linux. Richtig angefangen habe ich da bei OpenMoko. Kennen sicherlich einige Leute. Da haben wir versucht, ein Linux-basiertes Telefon zu bauen. Das war noch ein bisschen zu früh und dann ist uns irgendwann das Geld ausgegangen. Ja, aber die Ideen sind immer noch da. Und ja, seit 2012 bin ich bei Pangotronics, habe als Kernel-Entwickler angefangen und bin jetzt so ein bisschen in die Projektmanagement-Architekturschiene abgerutscht. Genau, kurz dazu, warum wollen wir eigentlich Verified Boot machen? Bei uns in der Firma, wir machen halt Industrie-Linux oder Automotive, Medical, nicht so sehr Consumer und auch nicht Desktop-Linux. Und überall, wo die Systeme eingesetzt werden, wird es umso wichtiger, dass man ja, sich gegen Angriffe auf dieses System verteidigen kann. Und der erste Schritt dahin ist eigentlich sicher zu gehen, dass das, was auf dem System bootet, das ist, was man damit ausgeliefert hat und dass es nicht verändert wurde. Weil halt diese Systeme ja, kritische Infrastrukturprozesse, Industrieprozesse, Chemieanlagen oder sowas steuern. Das heißt, wenn man sich da einmischt, kann man auch Schaden anrichten. Oder jetzt zum Beispiel, wie wir es mitgekriegt haben in der letzten Zeit, die Leute hacken sich in Autos rein. Das finden die Autohersteller nicht so toll. Und insofern ist da jetzt mittlerweile auch das Bewusstsein gewachsen, dass man da was tun muss. Und insofern kommen wir endlich mal dazu, das umzusetzen. Solche Systeme sind im Vergleich zu den Systemen, die man hier irgendwie in Rechenzentren hat, wo es dann ja Admins dafür gibt, die sich da regelmäßig drauf einloggen, die das im Blick behalten, sind die schlecht gewartet. Die werden einmal installiert. Im Idealfall ist es dann in einem guten Zustand, aber praktisch werden die dann nicht mehr geupdatet. Das heißt, die laufen halt dann nach Jahren noch mit einem ungepatchten Kernel. Insofern muss man sich halt irgendwie da... Also dadurch, dass die Angreifer damit rechnen, dass diese Systeme veraltet sind, machen sie es dann halt auch mal, dass sie dann nachschauen, ob das wirklich so ist. Sind also attraktives Angriffsziel. Linux-Systeme sind mittlerweile sehr komplex im Vergleich zu den Mikrocontrollern, die da vielleicht früher mal in solchen Industrieanlagen waren. Das heißt, wenn man da mal eingebrochen ist, hat man gleich eine Shell, es ist super bequem. Man kann im Prinzip auf alle Hardware zugreifen, die da irgendwie dran angeschlossen ist. Und das macht es aber auch wieder schwieriger, so ein System zu verteidigen. Das heißt, wenn ich nur einen Mikrocontroller habe, wo kein Interpreter draufläuft, ein einfacher IP-Stack, wenn überhaupt, da kann ein Angreifer relativ wenig tun. Die Software, die oben drauf aufsetzt, vom Kunden meistens, die halt das System eigentlich oder die Funktionalität des Systems dann herstellt, was nicht mehr in unseren Bereich als Firma fällt, die ist auch komplex, geht halt nicht durch so einen Open-Source-Review-Prozess, wie wir das vielleicht hier gewöhnt sind. Das heißt, die hat auch wieder Sicherheitslücken. Das heißt, wir müssen uns eigentlich eingestehen, dass wir das nie perfekt sicher kriegen, sondern wir müssen versuchen, an jeder Stelle, wo wir irgendwie eingreifen können, es möglichst dem Angreifer schwierig zu machen, da irgendwas dran zu verhindern. Und dazu ist halt das Verified Boot ein Teil. Würde uns alles nichts bringen, wenn wir keine Hardware hätten, mit der wir das machen können. Zum Glück gibt es jetzt zum Beispiel von Freescale CPUs, wo das hardwaretechnisch geht und auch so dokumentiert ist, dass man die Dokumentation ohne ja, restriktive NDAs bekommt, womit man dann nichts mehr anfangen kann, sondern man kann sich die Dokumentation einfach runterladen, kann das, das Software für schreiben und es dann auch in Produkten verwenden. Das ist bei Freescale im Moment, sind die damit ziemlich alleine. Ich weiß nicht, wie das bei Rockchip ist. Also gerade bei den Mobilchips ist der Teil relativ schlecht dokumentiert. Sondern die machen das halt nur mit ihren großen Kunden, die halt Millionen Stück von den Chips kaufen. Mit denen arbeiten die da zusammen und können halt sicherstellen, dass nur der Bootloader startet. Und insofern, da das gut dokumentiert ist, haben wir halt mittlerweile auch durch die ganze Open-Source-Bootkette Software-Implementierung dafür. Genau. Was wollen wir denn damit schützen eigentlich? Wie ich schon gesagt hatte, idealerweise die gesamte Kette, die halt auf so einem System üblicherweise daraus besteht, dass ich einen Bootloader habe, der halt relativ klein ist,
das System erstmal initialisiert. Dann will ich den Kernel laden, der soll auch unverändert sein. Und dann natürlich die ganzen Anwendungen, die ich darauf habe, also das Init-System, die Shell, die Anwendungsprogramme, die darauf laufen. Wenn ich jetzt in so einem System, wie zum Beispiel auf diesem Duckbill, wo ich das gemacht habe, die SD-Karte rausnehme, kann ich die Daten natürlich einfach noch verändern. Das heißt, gegen den Akt der Änderung kann ich mich nicht schützen, wenn der Angreifer physikalischen Zugriff hat oder auf dem System irgendwie eine Sicherheitslücke gefunden hat, modifiziert er vielleicht Daten, weil er einfach physikalisch auf die Speichermedien schreiben kann. Aber ich möchte es zumindest beim nächsten Boot erkennen können, zuverlässig. Sodass ich dann, wenn ich das System neu gebootet habe, weiß, es ist wieder entweder in dem definierten Zustand, den ich da mal einmal draufgespielt habe, oder es ist halt verweigert den Boot. So, ich werde jetzt in den nächsten Slides komplett einmal die Kette durchgehen. Dazu spreche ich halt auch nochmal irgendwie ein bisschen die kryptografischen Sachen an. Insofern würde ich gerne mal wissen, wer von euch weiß, was RSA ist. Gut. Wer weiß, wie es funktioniert? Hash-Algorithmen sowie SHA sind ein Begriff. Darauf basierende Hashmax, also Message Authentication Codes. Gut, dann erkläre ich das nochmal. Ja, sonst, wenn Fragen dazwischen auftauchen, lieber gleich sagen, weil sonst hänge ich die Leute ab. Einfach dazwischen rufen, dann erkläre ich das nochmal genauer. Genau. Unseren Bootloader, so wie auch diesem System, auch in vielen anderen Systemen, liegt eigentlich in einem ungeschützten Speicher. Ungeschützt gegen Schreibzugriffe. Das heißt, ich könnte von außen irgendwie Pins anlöten, was draufschreiben. Wenn ich das System im laufenden Betrieb angegriffen habe, kann ich es überschreiben. Also ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die Daten, die da drin sind, vertrauenswürdig sind. Insofern brauche ich einen anderen Weg, um das abzusichern. Der Bootloader ist die erste Software, die auf dem System läuft. Also wenn ich darüber die Kontrolle verliere, kann ich, selbst wenn ich den Rest irgendwie absichern könnte, habe ich die Kontrolle über das System verloren. Insofern der Weg, um das abzusichern, ist, dass ich von dem ROM-Code, der der CPU eingebrannt ist, also auf dem Angreifer nicht veränderbar ist, der prüft über eine RSA-Signatur auf dem Bootloader, dass der unverändert ist. Und zwar mit dieser Mechanik. Also ich habe im SoC diesen ROM-Code, der unveränderbar ist, und sogenannte One-Time-Programmable Fuses. Das sind halt Stellen auf dem Chip, die ich durch stärkeren Strom durchbrennen kann, und dann kann ich halt auslesen, in was für einem Zustand die sind. Das kann ich aber nur einmal machen. Also ich kann sie nicht wieder zurücksetzen. In diesen Fuses speichere ich praktisch einen Hash von dem Public Key, den ich verwende. Den habe ich mir selber erzeugen können auf meinem Entwicklungsrechner. Erzeuge ich mir also einen RSA Public Private Key Pair. Und die Signatur von diesem Public Key landet in den Fuses. Und ab dem Moment kann ich mit diesem Board nichts anderes mehr booten als eine Software, die damit signiert ist. Das heißt, was ich jetzt in diesen externen Speicher, wo der Bootloader drin ist, reintue, ist der Bootloader selbst, eine Signatur, also RSA-Signatur über den Bootloader und den dazugehörigen Public Key, weil der Public Key zu groß ist, um in die Fuses reinzupassen. Insofern macht man das über diesen Hash. Und bei jedem Boot, nachdem der ROM-Code den Bootloader aus dem Flash geladen hat, prüft er die Signatur und nur wenn die okay ist, startet er den eigentlichen Bootloader. Das heißt, da kann ein Angreifer jetzt schon nicht mehr dazwischen kommen. Und für den nächsten Schritt, damit ich meinen Kernel prüfen kann, hat dieser Bootloader einen einkompilierten Public Key wieder. Das heißt, ich verkette immer von einer Softwarekomponente auf die nächste. Darf ich gerade nochmal nachfragen, was eben gerade die Fuses angesprochen und davon gesprochen, dass die sozusagen durchgebrannt werden können und je nachdem, ob die durchgebrannt sind oder nicht, ist das dann halt wahrscheinlich eine 1 oder 0. Heißt das, dass nachträglich noch weitere Bits in den Fuses durchbrennen kann oder ist das dann irgendwie global das Fuse-Register oder wie auch immer das ist, gegen enorm geschützt? Ja. Also die Frage war, ob man die Fuses nachträglich noch weiter verändern kann. Also im Originalzustand sind das alles Einsen, so wie man softwaremäßig ausliest. Ich kann davon einzelne halt auf Null brennen.
Ich kann, das mache ich in dem Moment, wo ich meinen Hash da reinschreibe. Und ein Angreifer, wenn er die Kontrolle darüber hat, könnte auch weitere Bits auf Null brennen. Da das aber ein SHA-256-Hash ist, ist es ziemlich ausgeschlossen, dass er damit irgendwie einen sinnvollen Wert erzeugt, der ihm irgendwie weiterhelfen würde. Naja, aber wenn man eine Hash-Kollision erzeugen will, müsste man halt dafür gucken, dass man einen Hash erzeugt. Da würde es dann quasi reichen, wenn man einen Hash erzeugt, der bei den Nullen übereinstimmt. Ja, genau. Aber das ist halt... Ja, es ist halt auch schon schwierig dann. Also auf dem SOC ist das eine... Also auf den neueren SOCs von Freescale gibt es auch solche Fuses, wo man komplette Bänke dann vor Schreibzugriffen schützen kann. Der hat das noch nicht. Der hat auch ein paar andere kleine Einschränkungen, die das jetzt nicht an sich irgendwie in Frage stellen, aber ja, potenziell ein Risiko wären. Das haben sie halt in den neuen Versionen dann auch gefixt. Also die Frage war, ob man die Fuses auslesen kann und ob das ein Problem ist. Also die Fuses kann man auslesen. Genau. Aber da das ein Hash von dem Public Key ist, das sind im Prinzip bekannte Daten, die da drin stehen. Wichtig ist nur, dass die halt unveränderbar sind. Dass jetzt der Angreifer diesen Hash nicht mehr modifizieren kann. Also der Code, der die initial liest, ist ROM-Code in der CPU als Masken-ROM. Der ist so mit dem Rest der CPU in einem Stück gefertigt worden. Das heißt, da kann ich auch nichts mehr dran ändern. Und natürlich, irgendwie muss ich dem Hersteller der CPU vertrauen. Da führt im Moment kein Weg dran vorbei, solange man nicht anfängt, eigene CPUs zu bauen. Da muss man vielleicht dem Chipfertiger vertrauen, dass der nicht irgendwas dran verändert. Aber ja, das ist zurzeit halt der Punkt, wo man Vertrauen haben muss. Ja, erstmal weiter. Genau. Das heißt, an der Stelle haben wir jetzt einen Bootloader, wo wir uns sicher sind, das ist der Code, den wir da reingeladen haben. Der ist von uns signiert und beim Booten geprüft worden. Insofern der nächste Schritt, den wir jetzt machen wollen, ist ein Kernel-Laden. Der liegt auch wieder auf einer SD-Karte oder im NAND-Flash, der auch verändert werden kann. Insofern muss ich den auch wieder signiert haben. Das ist aber nicht nur der Kernel auf dem aktuellen ARM-System. Wie wir auch vorhin schon gehört haben, da gehört ein Device-Tree dazu. Wenn der modifiziert würde vom Angreifer, könnte sich der da eventuell auch Sachen zusammenbauen, die ihm irgendwie Rechte auf dem System verleihen. Und wir brauchen ein Init-RAM-FS, das das System initial so konfiguriert, dass es nur wiederum signierte Daten aus dem Mutfallsystem lädt. Das heißt, wir haben also Kernel, Init-RAM-FS und Device-Tree, die zusammen signiert werden müssen und die halt auch in dieser Kombination nur von uns geprüft wurden. Das heißt, wenn der Angreifer vielleicht einen alten Device-Tree oder einen alten Init-RAM-FS mit einem neuen Kernel kombiniert, haben wir nie getestet, in welche Kombination das vielleicht Probleme macht. Insofern wollen wir immer nur die Kombinationen signieren. Da haben sich die U-Boot-Leute was ausgedacht, das nennt sich FIT, Flattened Image Tree, haben sich einige Mechanismen vom Device Tree abgeschaut. Und der wiederum enthält die Binärdaten von Kernel in RAMFS und Device Tree, Konfigurationen, die auf Kombinationen darauf verweisen, und diese Konfigurationen sind signiert. Das heißt, über Kernel in RAMFS und Device Tree ist ein Hash, und diese Konfiguration insgesamt ist RSA signiert. Mit dem Public Key, den ich vorher im Bootloader mitgebracht habe. Und es enthält halt wieder die Daten, die ich für den nächsten Schritt brauche. Das heißt, ja, den ROM-Code, den blenden wir jetzt aus. Das heißt, mit dem Pub-Key, den ich mitbringe im Bootloader, kann ich die Signatur auf der Konfiguration prüfen. Und die wiederum enthält Hashes für Kernel, Device Tree und Init-RAM-FS. Wieder sozusagen insgesamt dieselbe Mechanik, bisschen anders im Detail, als es der ROM-Code mit dem Bootloader gemacht hat. Und in dem Init-RAM-FS habe ich jetzt wieder einen Public Key, mit dem ich den Rest prüfen kann. Klingt sinnvoll? So, wenn ich jetzt damit eigentlich das Linux-System starten will, wo ich sozusagen jetzt beim
routen, nicht einmal über das gesamte Dateisystem rübergehen will, um jede einzelne Datei zu prüfen, was halt im großen System ewig dauern würde, will ich die Datei, jede Datei einzeln prüfen können. Der Weg, um das zu tun, ist, an jeder Datei ein Hash und eine weitere Signatur dran zu hängen. Das geht auf dem Mainline-Kernel mit dem Integrity Framework. Das besteht aus einem Teil, der nennt sich IMA für Integrity Measurement und ein anderer Teil, der nennt sich EVM für Extended Validation Module. Kommt eigentlich sozusagen aus dieser TPM-Ecke auf PCs. Das heißt, die hashen damit im Prinzip jede Datei, die gelesen wird, um dann einem entfernten Server beweisen zu können, dass die Software nicht manipuliert wurde, in Verbindung mit dem TPM-Chip. Die Infrastruktur, die dafür gebaut haben, können wir aber auch benutzen, um einfach auf einem System selber sicher zu gehen, dass es nicht manipuliert ist. Und diese Informationen zu jeder Datei werden in External Attributes abgespeichert. Das ist im Prinzip mittlerweile ein Standard-Feature von Linux-Dateisystemen wie X4, UBFS und so weiter. Genau. Jede Datei enthält einen Hash über ihren Inhalt als Extended Attribute und über diese Extended Attributes inklusive dem Hash wird eine Signatur gebildet mit dem RSA-Verfahren wieder. Und der dazu nötige Key zur Prüfung, den habe ich halt in meinem InitRAMFS mitgebracht und bin mir deshalb auch sicher, dass der nicht manipuliert wurde. So sieht das dann aus. Also ich habe meinen Public Key mit InitRAMFS, mit dem prüfe ich die EVM-Signaturen. Die sagen mir wiederum, dass die Hashes richtig sind und die Hashes sagen mir dann, dass die Dateien nicht manipuliert waren. Ein paar skeptische Blicke. Damit habe ich halt immer noch keine Möglichkeit, auf dem System selber Dateien zu schreiben, weil ich habe ja den Private Key, mit dem ich signieren könnte, den habe ich nicht auf dem Embedded-System. Weil dann hätte ich ja sofort die Gefahr, jemand nimmt die SD-Karte raus, tut ihn irgendwo anders hin und signiert damit neue Dateien. Insofern will ich den Private Key dazu nicht auf die Geräte ausliefern. Weil, also Verschlüsselung machen wir hier überhaupt nicht. Es geht nur darum, Modifikationen festzustellen. Also wir verstecken nicht unsere Software. Ein weiterer Punkt ist, der RSA-Algorithmus ist relativ langsam. Also gut, man kann ein paar hundert Dateien pro Sekunde damit prüfen, aber gut, die Systeme sind eh nicht so schnell, insofern möchte man da nicht mehr Zeit als nötig drauf verwenden. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, wenn wir ein schreibbares Dateisystem haben, können wir ein HMAC, also Hash Message Authentication Code, benutzen. Das ist auch was wir zum Beispiel in Netzwerkprotokollen benutzen, um Pakete gegen Manipulationen zu schützen. Die Idee dabei ist, ich habe einen geheimen String, der nur den Leuten bekannt ist, die signieren oder verifizieren sollen. Das ist also ein Shared Secret, symmetrisch. Das wird einfach mit den Daten zusammen gehasht und ich bekomme daraus einen Hash-Wert. Dieser Hash-Wert ist der Message Authentication Code. Das heißt, wenn sich die Daten ändern, die ich da reinhashe, ändert sich das Ergebnis. Aber auch wenn jemand dieses Secret nicht kennt, dann kann er auch mit den richtigen Daten oder manipulierten Daten nicht dasselbe Hash-Ergebnis erzeugen. Insofern ist das halt ein Schutz davor, dass jemand die Dateien da verändern kann. Und ich brauche, um das zu berechnen, brauche ich einfach nur SHA, wofür es Hardware-Beschleunigung gibt und insgesamt auch schneller ist als RSA. Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, wo verstecke ich denn auf dem System jetzt dieses Secret, sodass das keiner auslesen kann? Da bringt halt der Hardwarehersteller wieder was mit. Das heißt, ich habe in dem Chip auch in Fuses, die ich in Software nicht auslesen kann, ein Pro-Device-Secret. Das ist halt zwischen jedem MX-28 unterschiedlich und ich kann es nur benutzen, um dann Sachen durch diesen HMAC zu sichern. Das heißt, ich kann das Secret nicht rauskopieren, ich kann es nicht auslesen, ich kann es nur benutzen. Das stellt die Hardware so sicher. Insofern benutze ich das dann halt, um die Dateien mit der HMAC-Signatur zu versehen, wenn ich das Dateisystem read-write habe. Ähm,
das ist halt Teil dieser Krypto-Einheit. Die Frage war, wenn man das softwaremäßig nicht auslesen kann, wie man es dann überhaupt benutzen kann, ob es da Funktionen im ROM-Code gibt, die man anspringen kann. In dem Fall nicht, wäre eine Möglichkeit. Aber also hier ist es so umgesetzt, dass in diesem Kryptobeschleuniger, der da hardwaremäßig verbaut ist, kann man halt entweder eigene Keys reinladen oder man sagt ihm, benutzt bitte diesen Unique-Key. Das heißt, man muss ihm den nicht geben, man muss nur sagen, benutze ihn und dann verschlüsselt er damit. Und insofern brauche ich halt keinen softwaremäßigen Zugriff auf diesen Key. Der Code, die Frage war, ob ein Angreifer einfach sagen könnte, er bringt seinen eigenen Secret mit, um dagegen zu prüfen. Die Funktionen dafür sind halt im Kernel enthalten und das InnetRAM-FS konfiguriert das entsprechend und das wiederum ist halt eine Stufe vorher schon von Signaturen gesichert worden. Das bedeutet aber auch, wenn ich, also wenn ich jetzt hier gegen überprüfe, dann muss ich sicherstellen, dass das System inhärent sicher ist, weil jetzt kann ich tatsächlich Dateien aus dem System heraus erzeugen. Und wenn ich die irgendwie schaffe, das System dazu kommt zu überzeugen, die ETC-HCD zu verändern und dann zu signieren, dann ist sie verändert. Ja, also die Anmerkung war, dass wenn man dann halt in so einer Konstellation, wo man Read-Write-Dateisystem hat und das mit diesem Secret macht, dass man dann, wenn man einmal eingebrochen ist, das System auch verändern kann. Ja, das ist richtig. Muss man sich halt überlegen, welche Variante man haben will. Man kann das System auch komplett ohne diesen Mechanismus betreiben, dass man halt nur read-only das System bootet, dann hat man dieses Risiko nicht. Oder man ist halt darauf angewiesen, dass das System ja während der Laufzeit so sicher ist, dass keiner einbrechen kann und manipulieren kann. Wogegen es dann trotzdem noch schützt, ist, wenn ich das System aushabe, die SD-Karte rausziehe und irgendwie Dateien drauf kopiere. Das heißt, man muss schon in das laufende System so einbrechen, dass man Root-Rechte hat. Es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist halt eine weitere Hürde, die man überwinden muss. So sieht das dann aus. Das heißt, dieser Unique-Key ist auch wiederum aus bestimmten Fuses abgeleitet, die ich nicht auslesen kann. Daraus erzeuge ich mir das Secret für FVM, also für diese HMAC-Dinger. Und die wiederum schützen die Datei-Hashes und damit den Dateiinhalt von Manipulationen. Ja. Das weiß nur Freescale. Also die Frage war, woher wir wissen, wie gut dieser Unique-Key ist. Da sagt Freescale, dass es 96-Bit Entropie sind, die da drin sind. Da kann man wiederum nur glauben, dass das stimmt. Also wir haben uns verschiedene Systeme halt angeschaut. Wir haben keinen gefunden, der irgendwie auch nur ähnlich ist. Also da ist schon ein Hash drüber, der das zumindest so zufällig macht, dass man keine Ähnlichkeit zwischen verschiedenen MX-28-Systemen finden kann. Der ist fest eingebrannt, den kann ich nicht manipulieren, der kommt so direkt aus der Fabrik. Also gut, jetzt würde ich kurz noch ein bisschen Demo machen, zeigen, wie das auf dem echten System aussieht. So. Ich boote jetzt einfach einmal durch. Da ist halt jetzt der Bootloader, der wurde schon verifiziert. Dann, ich scroll gleich nochmal zurück, der hat zwischendurch jetzt halt den Kernel verifiziert, die InnetRAM-FS. Und ihr startet halt das Linux-System und jedes Mal, wenn ihr dann jetzt eine Datei anfasst, wird wird der Hash über die Datei gebildet und die RSA-Signatur geprüft. Also die Frage war, zu welchem Zeitpunkt diese Prüfung einer Datei stattfindet und welcher Code das macht. Also das ist Teil von diesem Integrity-Framework, fest im Kernel einkompiliert. In dem Moment, wo eine Datei das erste Mal geöffnet wird,
egal wie, ob durch Ausführen, durch einen Open System Call, Memory Map oder sowas, wird halt einmal dahin abgezweigt, der gesamte Dateiinhalt eingelesen, gehasht und die Signatur darauf geprüft. Passiert nur beim ersten Mal, dann merkt sich der Kernel, ja, diese Datei habe ich schon mal gesehen, die war in Ordnung. Die Frage war, ob es oder was einen daran hindert, zur Laufzeit diese Dateien zu ändern. Daran hindert dieser Mechanismus niemanden dran. Also das ist nur beim Booten einmal die Prüfung, dass nichts verändert wurde. Das heißt, wenn man jetzt was verändern würde, neu booten würde, dann würde es auffallen. Das heißt, ich schaue mir gerade noch mal zu dem Bootloader. Der sagt hier, also wenn jetzt falsch signiert wäre, wäre er gar nicht gebootet und im Nachhinein kann er nur nachschauen, ob es irgendwelche Warnungen oder Fehler gab. Zum Beispiel fürs Development, wenn man das noch nicht scharf geschaltet hat, könnte man hier Konfigurationsfehler erkennen. Das heißt, er sagt jetzt, oh, ich wurde okay, korrekt gebootet. Dann lädt er von der SD-Karte das FIT-Image nach, findet ein signiertes Image, eine Konfiguration namens Default-Konfiguration, die wiederum Kernel, Device-Tree und die RAM-Disk enthält. Und da die Hashes okay sind, die Signatur okay, bootet er diesen Kernel auch. Wenn da halt irgendwas manipuliert würde, wäre, würde er an der Stelle abbrechen. Das heißt, ich muss mich wirklich nur auf die Hardware-Plattform, der Hardware-Plattform vertrauen, dass jetzt keine proprietäre Firma mehr oder sowas, die da noch involviert ist. Also die Frage war, ob man da noch irgendwie proprietärer Firmware vertrauen müsste. Also alles, was an veränderbarer Software da drauf ist, also auf der SD-Karte, das ist alles Free Software. Es gibt halt den Code im ROM-Code, der die erste Prüfung des Bootloaders vornimmt. Daran kann ich eh nichts verändern. Das ist Code vom Hersteller, da gibt es halt Dokumentation zu, wie das zu benutzen ist. Ja, also die Frage war, wie das jetzt in Kombination mit dem Unix-User-Modell funktioniert. Also ja. Also hier auf diesem System läuft ein Großteil der Software als Root. Und die Default-Policy, die der Kernel mitbringt, ist auch, dass Dateien geprüft werden, die Root gehören oder die Root ausführt. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass alles geprüft wird. Man könnte damit halt auch sagen, ich interessiere mich Verified Boot-mäßig nur für Root und alles, was als normaler User läuft, was einem normalen User gehört, der kann beliebige Sachen machen. Ja, also die Frage nochmal, ob man damit auch Dateien, die für Root relevant sind, unveränderbar machen kann. Ja, kann man machen, wenn ich halt diesen HMAC-Mechanismus nicht benutze und nur Signaturen und den Private Key nicht auf dem System habe, dann sind alle Dateien, die für Root relevant sind, unveränderbar. Und mit der Default Policy könnte dann halt der User seine eigene Software ausführen und auch manipulieren. Also. Ja, also man kann da auf der Policy-Ebene sehr flexibel einstellen, welche Dateien geprüft werden sollen, was passieren soll, wenn sie nicht korrekt sind, in welchen Fällen neue Signaturen drauf gemacht werden sollen. Und es kombiniert sich auch wunderbar mit SE-Linux oder sowas, weil halt die ganzen SE-Linux-Attribute auch mitsigniert sind. Also kann man in der Richtung noch beliebig weit aufbohren. Genau, so, jetzt haben wir an der Stelle einen signierten Kernel und InnetRAMFS, der bootet halt erstmal. Und hier habe ich ein kleines Stückchen InnetRAMFS, wo ich den Public Key reinlade, den ich mitbringe. Das heißt, die muss ich einmal dem Kernel bekannt machen, damit er weiß, gegen welchen Key er die geöffneten Dateien prüfen soll. Genau, und dann habe ich halt ein gebootetes Linux-System. Und kann mir zum Beispiel
Copy-Paste. Hier ist jetzt einfach eine Datei, die ich damit reingelegt habe, kann mir diese Signaturen davon anschauen, also die erste Zeile, die IMA-Zeile ist die Hash über die Datei, also einfach ein SHA-Hash, und das EVN ist in dem Fall die HMAC-Signatur, die halt erstellt wurde, weil ich die Datei angefasst habe. Jetzt habe ich auch noch eine weitere Datei, die habe ich einfach so drauf kopiert, nachdem ich signiert habe. Das heißt, wenn ich da jetzt reinschauen will, kriege ich Permission denied. Obwohl ich root bin und sonst alle Rechte hätte. Ich habe auch noch eine weitere Datei. Die enthält Signaturen. Also ich habe die angelegt, dann signiert und dann nochmal was drangehängt. Das heißt also eigentlich, für den originalen Inhalt wäre die Signatur richtig, aber da ich sie nochmal modifiziert habe, jetzt habe ich hier an meinem Kabel gewackelt. Kann ich auch nicht öffnen. Wieso jetzt nicht? Also da liegt ein Hash, aber der ist falsch. Weil ich die Datei auf meinem Desktop-System nochmal modifiziert habe, nachdem der Hash angelegt wurde. Das ist, also ich habe genau das gemacht, was so ein Angreifer machen würde. Ich habe die SD-Karte rausgenommen, irgendwas manipuliert, wieder reingesteckt und jetzt kann ich sie nicht mehr öffnen. In dem Default-Modus kriegt man nur ein No-Pair. Es kombiniert sich, also die Frage war, ob es noch weitere Debug-Möglichkeiten gibt oder Log-Messages. Standmäßig sieht man nur das EnoPerm. Wenn man das Audit-Framework benutzt, dann sieht man auch noch, welche Software das geöffnet hat, dass es das gab, welche Datei das war, und da kann man es halt nachträglich auch noch auswerten. Ich hätte mich auch gefragt, ob die Fehlermeldung mit Absicht so unsensibel ist. Ich meine, da steht ja jetzt nicht Hash falsch, sondern... Genau, also... Was das Cut halt nur mitbekommt, ist der Return-Code von dem Open. Und da ist halt die Standard-Unix-Schnittstelle, gibt es kein Hash ist falsch oder sowas, sondern es verbietet halt einfach den Zugriff für alle Möglichkeiten, diese Datei zu öffnen. Jetzt darauf reagieren muss ich quasi in meinem eigenen Programm. Also das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, dass der Also die Frage war, ob man das dann halt ausschließlich in seiner eigenen Software behandeln muss oder ob es auch noch andere Möglichkeiten gibt, wie der Kernel darauf reagieren könnte. Aktuell gibt es nur dieses EnoPerm, das heißt, die eigene Software muss darauf reagieren. Wenn zum Beispiel ein Programm halt modifiziert wurde, kann man das Programm nicht starten. Kann man sich natürlich auch Möglichkeiten vorstellen, wie das dann dazu führen kann, dass ein System unsicher ist. Also wenn zum Beispiel mein Firewall-Skript modifiziert wurde und es deshalb dann nicht gestartet wird und trotzdem der Rest des Systems startet, habe ich darüber auch wieder eine Sicherheitslücke. Insofern für den Kunden, wo wir das machen, sobald halt eine Datei nicht passt, reset man das System. Das ist aber eine kleine Modifikation am Kernel, die haben wir noch nicht mainline. Ja, also eigentlich gehört sowas noch in die Policy, wo man das dann irgendwie Runtime-mäßig, bevor man es scharf schaltet, einstellen könnte, aber das ist noch nicht generisch da. Also die Das reicht auch. Ja. Also die ja, genau. Also die Anmerkung war, wenn ich es mal irgendwie ein bisschen zusammenfassen kann, ist, dass eigentlich der Kernel da nicht die Policy-Entscheidung treffen sollte. Es gibt halt das Audit-Framework dafür, was für solche Sachen auch vorgesehen ist. Was man halt noch machen muss, dass man
soweit von Kernelstart, bis das Policy oder der Audit Daemon gestartet ist, dass man das soweit absichert, selbst wenn da irgendwelche Sachen in OPM kriegen, dass es nicht funktioniert. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist, den schon in den RD mitzubringen und dort zu starten, weil ich mich da auf den gesamten Inhalt verlassen kann. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das hängt in vielen Fällen auch davon ab, in was für eine Anwendung das ist. Also da bringt der Kernel halt selber nicht viel mit. Wie flexibel bin ich denn mit Sicherheitsupdates? Das Testing kann ja wahrscheinlich verändern, aber wie ist das mit dem Kernel und mit dem Kernel, wenn ich das nicht abdecke? Also die Frage war, inwiefern ich das bei Sicherheitsupdates einschränkt, wenn ich das alles signiert haben will. Im Dateisystem, ich kann zum Beispiel ein Tar-Archiv entpacken, wo die Extended Attributes mitgebracht werden mit den Signaturen, dann ist das kein Problem. Dann das geht sogar ohne die HMAC-Mechanismen, weil ich sie dann einfach reinschreibe, die Signaturen sind dran und er kann sie öffnen. Für Kernel und Bootloader gilt im Prinzip dasselbe. Ich kann da wieder einen korrekt signierten Kernel, einen korrekt signierten Bootloader hinlegen. Beim nächsten Mal wird der gestartet. So. Muss halt nur die Signatur passen. Die Frage ist, was machen meine Kunden oder was muss ich mit meinen Kunden machen, wenn mir der Private Key abhanden kommt? Bei der Hardware, ja, brauchen die Kunden im Prinzip neue Hardware, weil der Schutz weg ist. Bei den neueren Varianten von den Freescale-CPUs gibt es im Prinzip 4 komplett unabhängige Public Key-Hierarchien, die ich einzeln durch Fuses wieder revoken kann. Das heißt, ich würde halt 4 PKIs erzeugen, die in 3 davon in den Tresor legen, einen benutzen und wenn mir der abhanden kommt, muss ich halt ein Update ausrollen, was einen neuen Key verwendet, der auch schon in den Fuses mit drin steht und dann den ersten soweit revoked, dass er nicht mehr benutzt werden kann. Also ich würde aber eher empfehlen, den Key in irgendeinem Hardware Security Module abzulegen, sodass mir der Key an sich eigentlich nicht abhanden kommen kann. Ja, also man kann halt auch noch mehrere Stufen von diesen Keys machen. Tatsächlich wird das Image nicht direkt mit dem Key signiert, der in den Fuses drinsteht. Es sind dann noch 2 Stufen dazwischen, wo halt Zertifikate wieder signiert sind. Das heißt, ich kann das nochmal weiter unterteilen und ja, da ein bisschen Flexibilität bekommen. Ich würde gerade sagen, der Private Key, der liegt doch, wenn ich das richtig verstanden habe, nur in diesem Hardware. Wie soll mir der denn abhanden kommen? 2 unterschiedliche Private Key. Also, die Frage war gerade, ob der Key halt auch mit auf dem System drauf ist. Also, wir haben da 2 Keys. Der eine, den benutzen wir für diese HMAC-Signaturen, damit das Gerät selber modifizierte Dateien wieder signieren kann. Das gilt aber nur für dieses eine Gerät, weil jedes Gerät seinen eigenen Schlüssel hat. Aber für die Keys, für die Signaturen am Bootloader, am Kernel und für die Dateien, die ich initial ausliefere, dafür habe ich einen RSA Public Key, auf den nur der Entwickler oder der Fertiger Zugriff hat. Und den kann ich halt auch mit so einem Hardware Security Module so weit sichern, dass er mir nicht einfach wegkopiert werden kann. Oder kann man auch auf einen YubiKey tun, die Dinger kosten nicht viel, kann man einen RSA-Schlüssel drauf tun. Und dann kann man nur mit physikalischem Zugriff auf das Gerät modulo bugs in der Hardware, kann man dann halt Software signieren. Aber mal angenommen, weil ich dann davon ausgehen muss, also die Frage war, warum ich dann die Hardware austauschen muss, weil ich dann davon ausgehen muss, der Angreifer hat Zugriff auf den Schlüssel, kann also Software mit korrekten Signaturen erzeugen. Insofern, und da ich nicht in der Lage bin, die Fuses, gegen die geprüft wird, nachträglich noch zu modifizieren, kann halt der Angreifer immer gültig Software signieren. Okay. Ja, eine Sache würde ich kurz noch zeigen, dann machen wir, glaube ich, nur noch Fragen. Ja. Es gibt eine Datei im SysFS. Hier das untere. IMA ASCII Runtime Measurements. Da schreibt
immer in jedem Moment, wo eine Datei hasht, schreibt er den Hash da rein. Das heißt, hier kann ich auch nochmal gucken, ob welche Dateien er gehasht hat, ob das alles so funktioniert, wie ich das haben will. Das ist auch der Mechanismus, der für die Remote Attestation im Sinne von TPM verwendet wird. Also ich schicke diese Datei signiert mit einem Secret Key irgendwo hin und ein Server prüft die gegen eine Sammlung von korrekten Dateien. Das benutzen wir hier aber so nicht. Ja. Was wir brauchen, ist alles an Hardware und Software, um Schatten 2 zu erreichen. Das Board-Tool und das Retail SDK. Vor allem, ich glaube, du wolltest auch noch andere Boards benennen, die man. Ja, genau. Genau, also ich habe hier diesen ISO SE Duckwheel mit einem MX28, das ist eher schon eine etwas ältere ARM-CPU. Wenn man das genauso nachbauen will, wie ich das gemacht habe und auf GitHub veröffentlicht habe, den Duckwheel kann man nicht so einfach kaufen, weil irgendwie B2B-only, vielleicht kann man auch mal nachfragen. Sonst gibt es von Myrtech, eine taiwanesische Firma, die schicken das auch einfach so, gibt es so ein Eval-Board mit allen möglichen Schnittstellen. Dann gibt es das USB Armory mit MX53, das ist ein bisschen aktuellere CPU, verwendet aber konzeptionell und von den Tools her fast das gleiche Konzept für die Verifizierung des Bootloaders. Der ganze Rest ist identisch. Ist aber auch, glaube ich, gerade wieder ausverkauft. Sonst gibt es MX6, das ist sozusagen die aktuelle Generation von Freescale mit dem Cortex-A9. Gibt es halt ein Qbox I, so einen kleinen Würfel von Solid Run. Kann man auch irgendwie einen Media Player draus machen und solche Sachen. Kostet 100 Euro, kann man einfach bestellen. Und so ein DevKit, das Riot Board zum Beispiel, ist relativ günstig mit dem Ding. Kostet halt 85 Euro, kann man einfach beim Distri ein Einzelstück zahlen bestellen. Und da ist auch die Softwareseite wieder genauso offen dokumentiert. Die Tools sind da. Bitte? Die Frage war, ob das mit jedem MXX so funktioniert. Solange der Hersteller nicht selber das schon benutzt hat, irgendwelche Fuses gebrannt hat, dann kann man das komplett mit jedem MXX machen. Genau, also es gibt ja von Olimex gibt es auch welche, die das haben. Es gibt mittlerweile, ich weiß nicht, sicherlich über 100 verschiedene MXX-Boards. Das sind jetzt welche, die relativ günstig sind, mit denen ich auch schon Erfahrung habe. Aber im Prinzip, was ich da mache, wenn ich da meinen eigenen Bootloader drauf booten kann, dann kann ich das machen. Weil auch das Brennen der Fuses ist rein Software. Genau. Wenn ich sowas nicht habe auf einem anderen Board, zum Beispiel irgendwie ein Beagleboard, vielleicht Rockchip, wo ich sozusagen den Schritt zur Verifizierung des Bootloaders nicht im ROM-Code habe, dann habe ich die Möglichkeit, meinen Bootloader einfach in einen Read-Only-Flash reinzutun, wo ich den ich in Software nicht freischalten kann, dann ist das Ergebnis fast dasselbe. Dann kann ich meinen Bootloader zwar nicht mehr updaten, aber der bringt halt den Public Key mit dem ich den Rest prüfen kann. Und damit kann man halt auch mal rumspielen. Wäre es nicht auch, also es ist dieses Board und es ist dieses Hardware-Modul mit diesem Schlüssel-Key, ne? Also dieser zentrale Key, was an diesem Board so wichtig ist. Ne? Das ist ein Hardware-implementiert. Und das ist auch so ein bisschen die Abhängigkeit vom Hersteller. Ne? Ja, also wäre es nicht denkbar, ein Board zu nehmen und diesen hart gecodeten Security Key irgendwie als Modul selber herzustellen? Also dann fällt halt die Abhängigkeit vom Boardhersteller weg. Also ja, die Frage war, ob man das halt außerhalb der CPU, die Hardware-Abhängigkeit auch in einem eigenen Chip machen kann. Genau. Das ist im Prinzip das, was auf PCs mit diesem Trusted Platform Module passiert. Da habe ich halt einen Chip, der diese Kryptoaufgaben übernimmt. Was ich dann trotzdem noch brauche, ist ein Read-Only-Teil, in dem mein Bootloader drin steht, weil dann habe ich erstmal zwei Komponenten, wo ich nicht weiß, ob die beide unmodifiziert sind, die ich erstmal starten muss und wo ich sozusagen sicherstellen muss, dass die Software unmodifiziert ist initial und die Schlüssel liegen dann im anderen Teil. Bringt mir nicht so viel. Aber damit mache ich mir erstmal keine Ahnung. Ja, also die Frage war, ob man halt auch einfach
mit einem unmodifizierten Bootloader den Teil abkernel machen kann. Ja, natürlich. Also als wir das implementiert haben, haben wir im Prinzip auch jeden Schritt erstmal einzeln, also ROM-Code auf Bootloader, Bootloader auf Kernel, Kernel auf Root-File-System separat gemacht. Die übergeben eigentlich keine Informationen. Das Einzige, was wichtig ist, dass halt jeder Schritt verifiziert ist. Und wenn ich einfach nur damit spielen will, kann ich halt auch den Bootloader, weil ich vor dem Gerät sitze und weiß, dass der unmodifiziert ist, kann ich halt auch einfach den unsignierten Bootloader einen signierten Kernel laden lassen. Letzte Frage. Würde ich das eigentlich auch für den Mainboard-Hersteller eignen? Also die Frage war, ob das auch für einen PC-Mainboard-Hersteller Sinn machen würde, so ein Konzept. Im Prinzip ist das auch das, was Intel jetzt auf den Broadwell mit, ich glaube, Bootguard heißt das, macht. Da sind auch wieder Fuses in der CPU, die dafür sorgen, dass ich keine modifizierte UEFI-Firmware booten kann. Was halt dazu führt, dass ich kein Core-Boot booten kann, was auch irgendwie ein bisschen ärgerlich ist. Bei Freescale sind die Dinge halt factory-mäßig nicht gebrannt. Das heißt, ich als Käufer der CPU kann das selber machen. Bei Intel kommt man halt nicht an solche CPUs ran, wo ich das selber machen kann. Das wäre schick, aber Intel sieht das nicht vor. Kurze Anmerkung zur Zeit. Das ist jetzt 12 und wer noch Fragen hat und wenn Jan noch Lust hat, könnt ihr das auch machen. Ich würde mal gerne jetzt nochmal das Vorrecht nehmen und eine weiche Frage stellen. Dieses Vorgehen, diese Implementation, habt ihr euch das sozusagen bei Pingutronics erbastelt oder habt ihr euch da an irgendwelche Best Practices oder sowas gehalten? Also die Frage war jetzt, ob wir uns da an Best Practices gehalten haben ausschließlich oder ob wir da halt auch ja, das uns erbastelt haben, teils, teils. Also das ganze IMA EVM ist gut dokumentiert im Sinne von TPM, wie man das benutzt. Das ist auch auf PCs so Standardtechnik. Die Sachen mit dem Bootloader, Signierung durch oder Verifizierung durch den ROM-Code, das war auch schon noch eine ganze Menge ja, Doku lesen, Fehler in der Doku finden und so weiter. Das zurechtbasteln, also dass es dann funktioniert. Offizielles Ende. Also wir haben noch keine Hardware dadurch kaputt gemacht. Ja, sonst gehen wir. Thank you.